Es ist knochentrocken. Waldbrandgefahrenstufe 5 im Stadtwald von Eberswalde. Und dieser Mann zündelt. Spinnt der? Nein, Dr. Jürgen Müller brennt im Auftrag der Wissenschaft. Dort ist Süden, dort ist Westen. Also wir haben Südwestwind. Das ist die Hauptwindrichtung. Okay, also ist das okay? Dort sind die Sensoren. Prima. Die Sensoren, auch Nasen genannt, sind diese kleinen Objekte, die in 3 bis 5 Metern Höhe an den Bäumen hängen, alle 100 Meter. Insgesamt 400 Stück hier im Wald. Die Idee dahinter, sie sollen den Wald vor Bränden schützen. Carsten Brink-Schulte ist einer der Köpfe hinter den Nasen. Als Vision sind wir so etwas wie das digitale Rückgrat des Waldes, mit dem wir Telekommunikation in den Wald bringen und dann Sensoren und Anwendungen wie Waldbranderkennung oder andere Anwendungen, die dem Schutz der Umwelt dienen. Doch wie funktioniert das? Die Idee ist einfach. Die Nase ist eigentlich ein Gassensor. Über integrierte Solarpanels wird er batterielos betrieben. So lässt sich der Wald zuverlässig und unauffällig überwachen. Entsteht irgendwo ein Feuer, entwickelt sich Rauch. Dann riecht der Sensor den Brand mit seiner elektronischen Nase, erkennt, dass es ein Waldbrand ist und sendet ein Funksignal aus, was von dem Gerät aufgenommen wird und dann an die Einsatzzentrale im Internet übertragen wird. Und das mit den genauen Koordinaten des Feuers. Bislang wurden Waldbrände meist über fest installierte Kameras von Förstern, Spaziergängern oder durch Satelliten gemeldet. Aber vor allem Satelliten sind nicht schnell genug. Sie zeigen Brände erst, wenn sie schon sehr groß sind, wie 2023 im brandenburgischen Jüterbog oder in Griechenland, wo 81.000 Hektar abbrannten. Im Vergleich jetzt zu Kameras oder Satelliten können wir Waldbrände bereits während der Schwelbrandphase erkennen. Das heißt also, bevor eigentlich ein richtiger Brand ausgebrochen ist. Und das gibt ja, wenn unser System so funktioniert, wie wir es sagen, gibt der Feuerwehr einen entscheidenden Zeitvorteil in der Brandbekämpfung, weil sie eben Brände erkennen und bekämpfen können, wenn sie noch klein sind und nicht, wenn schon sozusagen die Bäume selber lichterloh in Flammen stehen. So will niemand den hessischen Wald sehen. Und lange Zeit waren bedrohliche Waldbrände auch eher was, das wir mit anderswo verbinden. Doch genau das könnte auch bei uns Alltag werden. Eine aktuelle Studie belegt, 2023 war das Jahr mit den meisten und schlimmsten Waldbränden weltweit. In Europa verbrannte eine Fläche doppelt so groß wie Luxemburg. Von 2018 bis 2022 betrug der weltweite Schaden durch Brände 69 Milliarden US-Dollar. Und es wird immer heißer, auch bei uns. Deshalb ist es so wichtig, erst gar keinen Brand aufkommen zu lassen. Im Labor der Firma Dryad wird ständig weiterentwickelt und getestet. Jedes Feuer ist anders. Das zu erkennen, lernt der Gassensor mit Hilfe von Proben aus aller Welt und KI. Heute sollen die Sensoren auf einen spanischen Kiefernwald trainiert werden. Eine winzige Probe genügt, obwohl jeder Waldboden anders ist. 1 Gramm. Wird es gelingen? Wir haben am Waldboden Pflanzenreste, wir haben Holz, wir haben Nadeln oder Blätter und wir haben die Humusauflage. Von allen Teilen des Waldbodens haben wir Material. Es ist nichts, was wir nicht haben. Dieses Material wird mit gleichen oder unterschiedlichen Anteilen zum Schwelen gebracht. Dafür wird Feuer gelegt im Labor. 400 Degree. Ab 400 Grad beginnt die Probe aus Spanien zu schwelen. Der aufsteigende Rauch geht durch die Röhre und trifft kaum sichtbar auf die Sensoren in den Nasen. Die entstandenen Rauchgase bestehen aus Wasserstoff, Kohlenmonoxid und flüchtigen Kohlenstoffverbindungen. Je nachdem, was sich entzündet hat, ob Laub, eine Eiche oder Nadeln einer Fichte, setzt sich der Rauch dabei chemisch anders zusammen. Wenn wir im Wald spazieren gehen, es riecht gut. Aber die künstliche Intelligenz riecht mehr. Sie kann diese unterschiedlichen Gerüche differenzieren und zuordnen. Genau diese Informationen werden dann auf den Sensoren gespeichert, individuell für den jeweiligen Wald.
klappt das auch heute. Keine 2 Minuten nach dem Anzünden steigen am Laptop die Balken. Die KI hat das Gasgemisch der spanischen Kiefer erkannt und speichert die Messwerte nun ab. Bis zu 80 solcher Tests mit unterschiedlichen Temperaturen und verschiedenen Mengen sind nötig, bis am Ende die Nase betriebsbereit ist. Doch das Labor ist das eine, funktioniert es auch draußen im Wald. Mehrmals im Jahr wird im Stadtwald von Eberswalde das System Nase getestet und trainiert. Gleich wird sich zeigen, ob die Nasen in Bäumen um die Feuerstelle herum den Rauch tatsächlich entdecken und melden. Für den Gründer von Dryad, Carsten Brink-Schulte, erfüllen die Nasen aber noch einen weiteren bislang wenig beachteten Zweck. Insgesamt 20% des globalen CO2-Ausstoßes, also 6 bis 8 Milliarden Tonnen CO2, werden jedes Jahr freigesetzt durch Waldbrände. Das heißt, Waldbrände verursachen etwa genauso viel CO2 wie der gesamte Verkehr weltweit. Und es taucht erstaunlicherweise in den offiziellen Statistiken leider nicht auf, weil es immer noch als ein natürliches, nicht verhinderbares Phänomen eingestuft wird. Inzwischen steigt dichter Rauch auf. Welcher Sensor meldet zuerst? Nervosität liegt in der Luft. Ich habe noch nichts gehört vom Detektieren der Sensoren. Dann melden die Sensoren, auch die, die über 200 Meter entfernt sind. Okay, sehr schön. Wir haben gerade also die Nachricht gekriegt, dass weitere Sensoren detektiert haben. Das ist sehr schön. 7 Minuten nach dem ersten Entzünden haben alle Sensoren angeschlagen. Sehr schnell im Vergleich zu anderen Methoden. Mission erfüllt. Löschen darf heute bei Waldbrandgefahrenstufe 5 aber nur die Feuerwehr. Eine Lösung für jede Waldfläche sind die Sensoren trotzdem nicht. Wir fokussieren uns auf die menschengemachten Waldbrände. Das sind also Brandstiftung, das ist fahrlässiges Verhalten, das sind technische Fehler, Unfälle. Also fokussieren wir uns auch mit unserem System auf die Gebiete, wo Menschen Zugang zum Wald haben. Also entlang von Straßen, entlang von Waldwegen, Stromtrassen, Bahnlinien. Schnell hat die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Nasen würde sich der Leiter des Löschzugs künftig auch in weiteren brandenburgischen Wäldern wünschen. Hier habe ich den Vorteil, hier sieht das Feuer schon oder merkt es schon, wenn es im Boden näher ist. Weil man hat ja eben gesehen, wo wir hier das vorgeführt haben, dass das Feuer langsam erstmal unten sich ausbreitet, der Qualm, und dann langsam nach oben kommt. Und wenn er oben rauskommt, ist es meistens zu spät schon für die Feuerwehr. Dann fahren wir natürlich mit einem riesen Aufgebot hin. 50 solcher Anlagen mit insgesamt 20.000 Nasen sind weltweit schon in Betrieb, 8 davon in Deutschland. Denn wird ein Brand rechtzeitig erkannt, reichen oft wenige Liter Wasser oder auch nur eine Schaufel, um Schlimmeres zu verhindern. Doch die Vision des Gründers geht noch weiter. Wir wollen aber auch weitere Sensoren entwickeln, zum Beispiel zur Kettensägenerkennung, um illegale Abholzung zu verhindern, Schusserkennung, um Wilderern das Handwerk zu legen. Bodenfeuchtemessung, Wachstumsmessung. Sobald man IoT, also das Internet of Trees, hat, kann man eben viel mit der Digitalisierung des Waldes realisieren. Am Ende könnte vielleicht KI und eine Innovation made in Germany helfen, den Wald zu schützen. Besonders vor der wachsenden Waldbrandgefahr.